Hallihallo, Hallöchen, Freunde, und herzlich willkommen zurück in Auriga in Endless Legend. Und das letzte Mal haben wir uns einen harten Kampf mit den Dämonen. Haben wir einen harten Kampf mit den Dämonen ausgetragen. Und die belagern immer noch unsere Stadt. Und ich hoffe, dass Jocelyn Daval rechtzeitig kommt und die Belagerung durchbrechen kann. So, okay, und wir müssen eigentlich jetzt. Könnten eigentlich jetzt den Zug beenden. Moment, ich muss jetzt gerade nur mal das abchecken. Was? Luxusressourcen? Genau, weil wir haben ja das letzte Mal die Geldiros befriedet und ich habe mir jetzt gerade überlegt, wir könnten die assimilieren, aber das geht wirklich erst, wenn wir da daneben eine Stadt gründen, beziehungsweise dieses Gebiet kontrollieren. Moment, was sind das da? Luxusressourcen, Gewürze und Quecksilber. Möchtest du dieses Ressourcenpaket wirklich für einen Imperiumsschub nutzen? Moment mal, was bedeutet das? Obwohl die genauen Hintergründe bisher noch nicht wirklich erforscht sind, können mit Kleinmengen Quecksilber geschmiedete Waffen und Rüstungen in einem gewissen Umfang von im Kampf gesammelter Erfahrung lernen. Schub 100% EP auf Einheit, 10% Zufriedenheit auf Städte. Dann hätten wir hier auch noch Gewürze, aber das können wir nicht einsetzen. Schubkosten 20. Das könnten wir einsetzen. Und wir brauchen ja sowieso mehr Zufriedenheit für unsere Stadt. Okay, wir inzwischen haben wir 85. Nice. Wie schaut es denn mit unserer Quest aus da? Immer noch nicht. Okay. Gut, dann beenden wir jetzt hier mal unseren Zug. So, oh Gott, jetzt kommen auch noch die Harmonia. Oh Gott, oh Gott. Ah, da haben wir jetzt wieder neue Siedler, fällt mir gerade auf. Da können wir eine neue Armee machen. Und dann könnten wir uns überlegen, ein neues Gebiet zu erobern. Und ich wäre wirklich für Hontur, weil wir ja da schon die Geldiros haben. Geldiros. Die machen sich jetzt gleich mal auf den Weg. Der Jocelyn ist jetzt innerhalb des Bereichs von der Stadt. Da können wir ihn ja mal ausrüsten. So, wie haben wir uns das überlegt? Auftrag? Wallbrecher. Moment mal. Dieser Schild erhielt seinen Namen durch ein Offensivmanöver. Er wurde von Lady Fidenze Tulak von Bernsteinfeldern in der Belagerung von Glencrack getragen, als ihr reiterloser Ansturm die Verteidigung der Nekrophagen durchbrach. 45% Angreifen auf Einheit, wow. 10% Abwehr auf Einheit kann nur von Helden angelegt werden. Moment mal, das heißt, haben wir das von den unberührten Ruinen? Weil es das letzte Mal doch angezeigt wurde, dass das nicht funktioniert hat. Verstehe einer das. Aber okay, gut. Jetzt müssen wir uns fast überlegen, wie wir das machen. Wie rüsten wir den jetzt aus? Jetzt vergleiche ich gerade mal. Mit einem Zweihandschwert haben wir 74 Angriff. Und was ist, wenn wir jetzt das Schild benutzen? Dann haben wir 90 Angriff. Und wenn wir jetzt das Schwert ausrüsten? 99 Angriff! Heilige Scheiße! Geil! Nice. Er wird immer mächtiger. Unser guter Jocelyn. So, dann, was wollten wir denn noch? Genau, diesen Ring. Und dann zwei Bewegungen dazu. Genau. Und Rüstung. Die ganze Rang 2 Rüstung. Und jetzt hat unser guter einfach mal 285 Leben und 99 Angriff. Total aufgepimpt. Dann kann er jetzt dann in den Kampf ziehen. Moment, können wir da nur außen rum gehen? Oh Gott, da müssen wir jetzt echt so außen rum. Nee, Moment, das muss doch nicht sein. So, und die Siedler gehen da lang. Hier können wir uns. Können wir eigentlich nichts machen. Außer die Unerschütterlichen ganz nach oben stellen, vielleicht in der Warteschlange. Und dann hoffen, dass sie. Dass die keinen Sturmangriff auf uns starten.
Hey, wieso kann ich denn das jetzt nicht nach oben setzen? Kann ich das nicht irgendwie ausfahren hier? Ah, so. Moment, habe ich gerade irgendwas beendet? Hey, jetzt habe ich das imperiale Münzamt beendet. Das wollte ich aber nicht. So. Dann schließen wir das hier mal wieder. Und dann beenden wir mal unsere Runde. Nicht unsere Folge. Jetzt hätte ich mich wieder fast verquatscht. So. Okay, die Harmonia sind verschwunden. Da kommen neue Harmonia. Wir brauchen viel... eine viel größere Armee, habe ich das Gefühl. Aber der Jocelyn geht jetzt mal weiter. Mit seinem neuen Schild ausgerüstet. Und die Siedler... Ah, wir könnten eigentlich hier unsere neue Stadt gründen, wenn das klappt. Hey, das klappt. Sehr schön, dann haben wir nämlich diesen Wachturm und die Geldiros in unserem Einflussbereich. Das können die gleich mal in der nächsten Runde machen. Und darum beende ich jetzt hier auch gleich mal den Zug. Konstruktion abgeschlossen. Öffentliche Bibliothek. Oh, und wir müssen eine neue... Oh nein, jetzt will der Harmonia da gegen uns kämpfen. Mist, wir wollen doch denen da zu Hilfe kommen. Wir müssen mehr Truppen organisieren. Aber als erstes müssen wir hier kämpfen, beziehungsweise uns diese... Wir müssen diese Stadt gründen. So, und wir haben eine neue Stadt. Läuft ja wunderbar in letzter Zeit. Davon abgesehen, dass wir gerade belagert werden. Wir brauchen echt stärkeres Militär. So, hier können wir auch gleich mal einiges in die Warteschlange reinsetzen. Münzamt können wir wieder gebrauchen. Gewürzextraktor. Ach stimmt, das ist ja eine Technologie, die haben wir erst vor kurzem, glaube ich, entwickelt. Das hier genau, auf eine Minengrube. Oder, nee, war das das? Nee, ist das gar nicht. Da kriegen wir ein Gewürz pro Stadt. Ach so, das ist von der Stadt abhängig, oder? Das ist ja abhängig von der Stadt, weil... Also von dem Gebiet, glaube ich. Stimmt, da oben. Ah, da ist es. Seht ihr das? Moment. Das wird so gerade angezeigt. Da hinten, Gewürzvorkommen. Aha, okay, Moment. Dann können wir nämlich bald dieses... Die Schub... Das da einsetzen, diese Luxusressource, diesen Schub. Da bekommen wir 5%... 5... Zufriedenheit und 50 Nahrung. Okay, das brauchen wir nicht unbedingt, aber die Zufriedenheit ist gut. Und ich überlege mir echt, ob ich dieses Quecksilber einsetzen soll, diesen Quecksilberschub. Ich glaube, das mache ich jetzt einfach mal. Zustimmungsstatus ist immer noch glücklich. Aber wir arbeiten ja dran, damit wir wenigstens die Harmonia jetzt endlich mal befrieden können, weil die machen uns hier echt Feuer unterm Hintern. Was ist denn das da? Die Nebenfraktion Geldiros ist jetzt bereit, sich deinem Imperium anzuschließen. Ah, stimmt. Wo können wir das denn jetzt anschauen? Silikaten, da Geldiros. Oh, die schauen ja nice aus. Kann ich die gleichzeitig assimilieren? Da brauche ich aber sowieso mehr Einflusspunkte. Wie viele Einflusspunkte habe ich denn gerade? 72. Moment, da müsste das doch klappen. Warum ist das nicht möglich? Ich habe 72. Hallo? Achso, da muss ich die entlassen. Infanterie. Was habe ich dann für einen Assimilierungseffekt? 0,5%. 0,5 Ressource pro befriedetes Dorf der Silikaten auf Vorkommen strategische Ressourcen. Das ist eine Kavallerie. 5% Schaden pro befriedetes Dorf der Geldiros. Kann ich nur eine Stadt assimilieren? Moment, wenn ich jetzt in das Gebiet gehe. Nee, das geht auch nicht. Hey, kann ich echt nur immer eine Nebenfraktion assimilieren? Die Liste der Nebenfraktionen, die derzeit in deinem Imperium integriert sind, jede assimilierte Fraktion liefert Boni und schaltet einen besonderen Einheitstyp frei. Also es wäre schon möglich, mehrere zu assimilieren.
Aber vielleicht müssen wir das ja auch in der Technologie entwickeln. Okay, gut, das. Dann warten wir jetzt einfach mal ab und kämpfen hier unseren Kampf. Kämpfen unseren Kampf. Ich verstehe nicht, warum die uns angreifen. Die haben doch überhaupt keine Chance. Aber ich will jetzt mal sehen, wie stark unser Jocelyn geworden ist. Von dem her werde ich den Kampf jetzt so austragen. Oh, wir bekommen sogar Verstärkung durch die Milizen. Milizen, ups. Was sage ich denn da, Milizen? Weil wir noch relativ nah bei der Stadt sind. So, wir machen das jetzt mal so. Die zwei unerschütterlichen Truppen greifen den Harmonia an und der Jocelyn und der Trupp greift den zweiten an. So, jetzt bin ich mal gespannt. Zeig, was du kannst. Jo, ja. Das ist mein Held. Das ist unser Jocelyn. 114 Schaden. 114. Wartet nur, ihr Dämonen, bis Jocelyn eingetroffen ist. Der wird die Belagerung so hart durchbrechen. Der reißt euch eure Flügel instant aus. Wartet nur. Ich hoffe nur, dass unsere Truppen stark genug bleiben, bis der Jocelyn... unsere Truppen hier stark genug... Moment, habe ich gerade nochmal Milizen bekommen? Nee. Hä, hey, wir sind... Ach, die sind da hinten noch. Weil unsere anderen... Der Jocelyn ist zwar jetzt total mächtig. Aber die anderen Truppen sind ziemlich stark geschwächt, sehe ich gerade. Okay, eigentlich nur der eine. Unsere Milizen wurschteln da hinten irgendwie rum. Ach, die müssen um diese Berge da rumgehen. Darum brauchen die so lange. So. Kämpfe. So, okay, der Kampf sollte nicht... Der sollte bald vorbei sein. Ein Angriff von Jocelyn sollte noch reichen. Selbst wenn der jetzt nicht trifft. Okay. 171 Schaden. Wer kann diesem Schlag widerstehen? Wahnsinn. Wahnsinn. Ich hätte nie gedacht, dass der mal so mächtig wird. Erfahrungsbonus pro Einheit 6. Sehr schön. Wir fallen denen jetzt einfach so richtig in den Rücken. Und darum werde ich jetzt auch den Zug beenden. Ich kann kaum abwarten. Ah, Moment, Konstruktion. Ah, das war bei unserer neuen Stadt. Obwohl, da habe ich doch schon einiges rein. Warte mal, Gewürzextraktor. Das können wir entwickeln, genau. Oh, sehr schön. Da ist nichts in der... Wieso ist da nichts in der Warteschlange? Wie schaut es eigentlich mit unseren Forschungen aus? Zentralmarkt 59%. Wieso haben wir einen Arbeiter weniger? Wir hatten doch mal 4. Wir könnten uns einen kaufen für 117. Ja, das gönne ich mir jetzt. Können wir mal ein bisschen mehr Wissen farmen. 85% glücklich. 79, wieso ist das, insgesamt 79. Wahrscheinlich von allen Städten zusammen. So, gut. Dann beenden wir hier unseren Zug. Ich bin mal gespannt, ob wir schon angreifen können. Aber ich glaube, wir können noch nicht angreifen, oder? Doch. Ja. Und wir sind dieses Mal am Drücker. Am längeren Hebel, wollte ich sagen. Am Drücker. So. Fürchtet die Macht Jocelyn Davals. Oh, was haben wir hier? Ach, die Harmonia sind ja noch... Der Harmonia ist auch noch am Start. Okay. Volles Rohr, Freunde. Volles Rohr. Wusel, wusel, wusel. Oh, der Jocelyn ist... Oh, der ist ein bisschen angeschlagen. Der hat noch 117 Leben. Okay, der macht 23 Schaden. Das geht ja. Wartet nur, bis wir angreifen. Die haben halt relativ viel Initiative, fällt mir auf. Die Dämonen. Vielleicht können wir die ja irgendwann mal für uns gewinnen. Das wäre sehr cool. Weil das sind wirklich sehr mächtige Kreaturen. So, und jetzt sind wir dran. Oh ne, er muss noch weitergehen. Oh Gott.
Okay, 88 Schaden. Auch gut. Und er bekommt keinen Schaden. Oh, der gibt schon den Geist auf. Und der fliegt darunter. Direkt auf unseren zweiten Trupp zu. Oh, er blockt aber. Wie viel Leben hat denn der noch? Das ist der Hauptmann von denen, glaube ich. Ja, das ist der mit den 188 Leben. Hä, hey, warum gehen die denn jetzt hier so weit hinter? Aber ist ja eigentlich auch egal. Sucht euch den kürzesten Weg zum Feind, würde ich sagen. Unser Harmonia braucht etwas länger. So. Konzentrierter Angriff. Oh, jetzt hätte ich vielleicht mit einem Trupp... Oh nein. Oh Gott, jetzt habe ich gedacht, der eine Trupp unerschütterliche geht drauf. Aber er hält noch stand. Da müssen wir jetzt den einen Trupp, den ziehe ich jetzt zurück, damit der Jocelyn da Platz hat. So. Oh, die greifen ja auch noch an. Okay, die gehen jetzt mal weg und Jocelyn greift an. Oder so. Okay, ist okay. Zeig, was du drauf hast. 88 Schaden. Zack, das war's für dich. Hey, aber ihr müsst doch da jetzt gar nicht mehr hintergehen. Das war's ja schon. Zack, und der Kampf ist zu Ende. Sehr schön. Oh, sehr gut. Erfahrung pro Einheit 8 EP. Und, ja, Jocelyn ist etwas angeschlagen. Aber der muss in den nächsten paar Runden zu der Tempelruine. Immer auf Touren, unser guter Jocelyn. Aber ich werde jetzt mal gleich die Runde beenden. Wie schaut es eigentlich bei unseren Verbündeten aus? Haben die sich schon weiter ausgebreitet? Oha. Ja, haben sie. Dann würde ich sagen, machen wir uns noch für die Runde noch einen neuen Siedler oder zwei Siedler vielleicht sogar. Und dann beenden wir unseren Zug. Damit wir uns noch ein bisschen ausbreiten können. So, nächstes Züglein, nächstes neues Glück. Wie schaut es denn aus? 93%. Eine Runde noch für unseren Zentralmarkt. So, und Jocelyn geht schon mal in Richtung Tempelruinen. Möglichst ohne mit den Harmonien da zusammenzustoßen. Weil denen brauchen wir uns jetzt nicht anlegen. Wir sind ja relativ... Ja, obwohl, sind wir geschwächt? Ja, mit denen könnten wir es wahrscheinlich schon aufnehmen. So sehr, wie wir die davor zerstückelt haben. Da oben ist auch noch eine Tempelruine. Gut. Dann können wir... Wie viel haben wir denn hier noch? Wir haben noch unseren Trupp Wahrheit. Und da wird noch fleißig entwickelt. Da könnten wir noch die öffentliche Bibliothek in die Warteschlange setzen. Und können wir eigentlich jetzt mal mit den Drakern verhandeln? Hat sich da etwas geändert? Ne, wir können immer noch kein Handelsabkommen machen. Schließen. Wir könnten uns mal wieder ein bisschen einschleimen. Kompliment machen. Eure freundlichen Worte sind nicht auf taube Ohren gestoßen. Wir danken euch. Ja, wenn sich da dann mal was bei euch tut. Aber ich weiß nicht, hat sich der Balken verändert? Ich glaube nicht. Ich weiß auch nicht, wie wir den beeinflussen können. Beide Imperium können Handelsrouten miteinander verbinden. Spöttelnd. Regionale Herrschaft. Imperiale Stärke. Ja, die sind wahrscheinlich einfach zu mächtig. Und wir sind einfach zu schwach, als dass wir uns mit denen messen können. Darum sind die so spöttelnd. Aber das wird sich auf jeden Fall in den nächsten paar Runden ändern. Weil wir expandieren ja in letzter Zeit ziemlich stark. Und das wird auch in den nächsten Folgen nicht ändern, weil, Freunde, ich sehe gerade, wir sind schon wieder am Ende der Folge angekommen. Und ja, dann hoffe ich, es hat euch wieder gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.